Leute, jetzt bin ich ein bisschen abgenervt. Kann ich euch sagen, ich fange jetzt diese Aufnahme nach ungefähr 10 Minuten eine Aufnahme machen ohne Ton und Bild. Doch Bild schon, aber ohne Ton. Und nach ungefähr 10 Minuten eine Aufnahme machen, ohne dass ich auch mal geklickt habe. Aufnahme starten. Willkommen zu einer weiteren Folge Clash of Clans. Mit mir, dem Thorsten, aus der Baustelle. Heute mal Clash of Clans aus der Baustelle. Ich hatte ja gesagt, wenn ich Urlaub habe, mal ein bisschen hier oben, mal ein bisschen Clash Schiff. Und habe damit dann gestern auch angefangen, habe mich allerdings heute hier selber zugebaut. Das heißt also hier mein ganzer Platz hier, den ich hier habe, weil ich da hinten rankommen musste, in das Loch, hatte ich mir komplett zugebaut. Ich konnte dann gar nicht aufnehmen, also weil ich konnte noch nicht mal sitzen, weil der Stuhl auch ganz, ganz woanders war. Die Billys waren hier ganz nah am Schreibtisch dran und. Hätte also nicht funktioniert, aber dann das beim ersten Mal, hatte ich komplett OBS mal wieder verstellt. Keine Audio Sources da. Ich habe wieder Updates bekommen, ich weiß. Ich glaube, man muss dann irgendwo immer mal alles prüfen oder mal vorher vielleicht mal drauf schauen aufs Aufnahmeprogramm, ob denn auch diese grünen Pegelchen alle ausschlagen. Ja, mache ich aber auch nie. So viel, so einmal mit Profis, ne? Und habe mir hier echt zweimal 10 Minuten, wenn nicht sogar schon ein bisschen länger, den Mund fusselig geredet und habe euch erzählt, was habe ich euch eigentlich erzählt? Klar, Urlaub, Baustelle, im Moment großes Chaos und hier absolut fairer Clankrieg, ja? Die Folge sollte eigentlich erst so heißen, aber ich kann jetzt auch nicht 10 Minuten über einen fairen Clankrieg sprechen, der noch gar nicht angefangen hat. Aber ich habe dann eben mal die Rathausstufen hier so ein bisschen verglichen und auch mal so die Bases. Ne? Gerade so, ich würde gerade so Rathaus Level 10 hat aber schon ein bisschen die Infernos gelevelt und sein Gegenüber ist auch gerade erst so Rathaus Level 10, weil auch hier ist noch ein bisschen Def im Nachbau. Ist aber schon ein bisschen stärker hier mit den Dreier. Infernos und die Helden sind auch okay, also hier oben passt es noch oder unten passt es noch ganz gut. Oben habe ich eben auch gesagt, gut, dass ich nochmal geschaut habe, denn das hier wird ein 14er sein am Ende. Der hat nämlich sein Rathaus schon hochgeprügelt und das heißt, im Clankrieg werden wir dann 14er Rathaus hier sehen. Vielleicht dann auch eine andere Base als diese Liebesbase. Aber gut, dass wir mal darüber geredet haben. Und was habe ich euch noch erzählt? Ich habe euch noch erzählt, dass ich im Moment ein bisschen mit dem Beckensheriff hier Dunkles farme. Deswegen habe ich auch keine Supertruppe am Start. Und deswegen habe ich auch einen Hybrid mal wieder am Start. Haben wir gestern Abend darüber geredet. Toto, die Frage kommt ja jeden Stream. Was ist seine liebste Angriffsstrategie? Sagen wir mal so. Ich kann Hybrid, so würde ich das mal jetzt so. So würde ich das eigentlich besagen. Hybrid spielen kann ich eigentlich ganz gut. Das kann natürlich auch mal richtig fürchterlich daneben gehen, klar. Aber hier muss ich jetzt vor allen Dingen ja ein bisschen mit ich nenne es mal so, normalen Mauerbrecher rein. Ich meine, früher gab es den Super-Mauerbrecher auch nicht, da musstest du nur so rein. Und aber erstmal ein bisschen mit der Queen hier vorgefunnelt, hier auf der Ecke, Richtung Royal Champion und Richtung gegnerischer Queen, denn die tut auch ganz schön weh. Aber eine 50er gegen eine 70er, da gewinne ich auf jeden Fall. Okay, irgendwann geht hier unten auf 9 Uhr der Hybrid-Part los. Spätestens dann, wenn gleich der Scattershot, glaube ich, auf meine Queen ballert und auch der Single Inferno dort. Also King hier unten raus, Kaserne drin. Da sind noch ein paar Hawks drin. Ich sage ja immer ganz schnippisch, wenn schon Hawks, dann more Hawks. Und ich habe jetzt auch ein bisschen die Armee so ein ganz kleines bisschen umgestellt. Ich habe jetzt mal eine zweistellige Anzahl an Hawkridern dabei, sonst habe ich immer irgendwie so einen Mix, so 16-9 und so. Ich glaube, jetzt waren es 18-11. Habe noch ein bisschen Cleanup mit dabei, wenn nötig. Und okay, die Queen ist mir natürlich jetzt vorsätzlich weggestorben. Klar, in den Singles keine Chance, wenn nicht genug Frost dabei ist. Der Giftzauber war dann nicht so dolle. Da kommt jetzt eine Luftfalle raus für die Heiler. Das lenkte jetzt nochmal den Royal Champion so ein bisschen ab. Es war jetzt gerade nur ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen. War gerade nur ein bisschen ärgerlich, dass ich ja eigentlich zweimal 20 Minuten gesessen habe oder zweimal 10 Minuten und nichts kommt, weißt du. Naja, macht nichts. Okay, ich habe als nächstes einen Golalu auf Rathaus Level 13. Habe ich den auch schon ultra lange nicht gespielt, kann ich euch sagen. Und aber so ein bisschen zum Üben hier, wie gesagt, komplett ohne Supertruppen, weil ich das Dunkle jetzt halt spare. Der Royal Champion hier muss ein bisschen älter werden.
Und deswegen haben wir den Sinister hier schon mal runtergeprügelt. 10k dunkles, perfekt. Und ja, ich würde sagen, wir gehen in die Suche rein. Baustelle, Clankrieg, go. Ich will jetzt auch nichts vergessen und ich gucke jetzt nochmal ganz akribisch hin. Ja, ich nehme auf. Okay. Ich nehme auf. Mann, Mann, Mann. Jetzt wird die Videofolge aber ein bisschen kürzer, weil nochmal 15 Minuten und dann ist gleich die Datei kaputt. Das kann ich mir nicht antun. Das ist im Moment nervlich nicht drin, würde ich sagen. Okay, ist ein 14er. Hat aber ganz gut Loot. Wir wollen auf jeden Fall einen 13er hier rauskitzeln. Der sieht ganz gut aus. Adler ist dort. Wo springt denn die Queen rum? Ja, da hinten, ganz schön weit weg, ne? Das könnte ganz schön weit weg sein, aber ich kann mir vorstellen, dass es funktionieren könnte. Ich habe, meine Armee ist gerade doof. Ich sehe es gerade. Meine Armee ist gerade fürchterlich komisch. 1, 2, 3. Ah, jetzt muss ich da aber schon ziemlich Gas geben, mal gerade. Ist gerade ein bisschen viel Feuer hier auf meiner Queen, ne? Die muss auf jeden Fall weiter in Wut bleiben. Und hier nehmen wir noch ein paar Mauerbrecher vielleicht nach da. Ah, ich komme natürlich nicht an die Queen dran. Okay, ich komme nicht ganz an die Queen dran. Ist das kein Single Inferno? Na, vielleicht springt sie mir gleich noch entgegen. Mal gucken. Wäre natürlich schick. Allerdings habe ich da... Oh, das ist ein Single. Das ist ein Single Inferno, Leute. Mist, Mist, Mist. Mist, Mist, Mist. Den hätte ich auch mal umstellen sollen. Den nehmen wir hier mit rein. Ein Hund hier. Ein paar Ballons dort. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und noch einen Hund nach da gezogen. Der lebt auch noch. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, was ist der Scatter-Shot da hinten? Ach, je, nee. Der Scatter! Lass meine Truppen in Ruhe. Noch geht ja ein bisschen was. Okay. Ausbaufähig, oder? Mit ganz zittrigen Händen. Aber mein Ballon lebt auch noch. Alter, Overkill. Und na, nicht ganz Overkill. Okay, Scattershot ist noch da. Aber mehr auch nicht. Ein Tesla noch. Okay, na, geht ja. Hatte keine Clanburg. Gegnerische Queen ist auch down. Und den zwecken wir dann mal in der Mitte. Jo, so kann man es machen. Ja, ich glaube, ich muss das mal wieder ein bisschen mehr üben. Ein bisschen mehr Lufthoheit. Ein wenig mehr Dominanz in der Luft zeigen hier. Ja, richtig cool. Naja, die Videofolge wird jetzt halt ein bisschen kürzer. Ich hoffe, das ist jetzt nicht ganz so schlimm. Ich wollte eigentlich ein bisschen länger und ein bisschen mehr aufnehmen, bevor ich dann vielleicht die Tage gar nichts mehr machen kann, weil ich mir irgendwas hier verbaut habe oder hier irgendwie ein Kabelchen gezogen habe, was eigentlich noch da sein sollte, was ich aber wegschmeiße. Ich schmeiße hier oben fast den gesamten Dachboden weg. Also ich werde irgendwann mal, glaube ich, erzählen können, wie viele Kisten das waren und wie viel Elektroschrott hier alleine ist an Kabel, Platten, Rechner, Monitore, allen Scheiß. Ich werd wirklich mich von vielen Sachen trennen und da auch nicht mehr reingucken in die Kartons. Das sollte man nicht machen, weil wenn man damit erst anfängt und fängt an, in den Kartons zu wühlen oder zu gucken, was da ist, da vielleicht noch ein Stecker unten drin oder sowas. Weißt du, so bin ich ja manchmal. Ich mache das nicht. Ich gucke nicht mehr rein. Ich nehme sie mir, stelle sie mir hin, nehme sie mit nach unten. Auto, Entsorger, ab. So muss man es, glaube ich, machen. Man muss einfach, ja, sonst bist du verloren. Sonst hänge ich hier in 5 Jahren noch rum und habe hier noch nicht ein Kabel rausgetragen, weißt du? Weil an jedem Kabel hänge ich ja. Ja, jedes Kabel, jedes elektronische Teil hat hier ja eine Geschichte. Ein paar Sachen werde ich natürlich behalten. Ja, meine ganz alten Datenverarbeitungsbücher und so und meine Games und so weiter. Das werde ich natürlich nicht berühren, aber es gibt hier schon vieles, wo man mal so ein bisschen den Boden hier erleichtern könnte. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wir haben ein bisschen geclasht. Wir haben einen fairen Clankrieg. Ihr wisst, was ich im Moment mache. Perfekt, oder? Es geht aufs Wochenende zu, Leute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Und auch für eure Aufmerksamkeit. Bis dahin. Euer Toto. Ich hoffe, ich habe aufgenommen. Clasht.